Der virtuelle Flug zeigt die Landschaft im südlichen zentralen Hochland von Island zwischen dem Krater Hekla und den heißen Quellen von Land Manalaugar. Wir befinden uns im nördlichen Aufstieg zur Hekla. Die Spur für die Geländefahrzeuge ist blau eingezeichnet. Diese führt nicht ganz zum höchsten Punkt. Die letzten 400 bis 600 Höhenmeter müssen zu Fuß zurückgelegt werden. Die Hekla gehört zu den aktivsten Vulkanen in Island. Etwa alle 10 Jahre kommt es zu einem Ausbruch. Im Hintergrund die Eiskappe des Seyðisfjallajökull, der bei seinem Ausbruch im Frühling 2010 den Flugverkehr in Zentraleuropa lahmlegte. Links kommt das Eisplateau des Mýrdalsjökull mit dem Krater Katla ins Bild. Dieser Krater liegt unter dem Eis, ist groß und hat eine Caldera von 80 Quadratkilometern. Im Vordergrund nähern wir uns dem Vulkangebiet Torfajökull. Vor etwa 70.000 Jahren brach hier eine Magmakammer ein. Das führte zu einer gewaltigen Eruption. Kleinere Ausbrüche erfolgten bis ins Mittelalter. Heute ist mit 100 Quadratkilometern Torfajökull das größte Hochtemperaturgebiet von Island. Die höchste Erhebung von Torfajökull liegt jetzt vor uns. Mit einer Höhe von 1190 Metern ist sie vereist. Links im Hintergrund ist das Eisplateau des Gletschers Vatnajökull sichtbar. Mit 8300 Quadratkilometern ist der Vatnajökull der drittgrößte Plateaugletscher nach Grönland und der Antarktis. Im Vordergrund hat der Erosionsprozess die Vulkanstrukturen des Torfajökulls stark abgetragen. Jetzt nähern wir uns unserem Ziel, Landmannalaugar.